Den Kindern von Salvador, das ist ein Ort an der Ostküste Brasiliens, hat Shakespeare geholfen. William Shakespeare. Sein Hamlet hat die Kinder von der Straße geholt. Sie wurden Schauspieler in einem Theaterstück, das jetzt sogar auf Deutschland-Tournee gegangen ist. Straßenkinder spielen Straßenkinder. Der brasilianische Hamlet hatte gestern in Berlin Premiere. Hamlet ist schwarz und lebt in Bahia. Nicht am dänischen Königshof, sondern im brasilianischen Slum. Zwischen Graffitis, Müll, alten Autoreifen und Blechtonnen spielt das Drama vom alten Shakespeare. Wie in der Vorlage, die als Schlüsseltext der abendländischen Kultur gilt, geht es hier um Tod, Liebe und Verrat. Elemente, die eine Straßenbande in Brasilien besonders prägen. Statt Hamlets Vater wird der Bandenführer Valente verräterisch ermordet. Die Trauer von Rainha, Hamlets Mutter, ist geheuchelt. Sie schmiedet sofort Pläne, um die Kontrolle der Bande zu übernehmen. Rainha beeilt sich, die Macht an sich zu reißen. Sie bestimmt nicht nur Valentes Nachfolger, sie wird auch dessen Geliebte. Die Tragödie wird diesmal von Rhythmus, Farbe und Bewegung bestimmt. Musik und Gewalt spiegeln die Realität auf den Straßen Brasiliens wider. Regisseur Volker Quandt verließ seine Heimatstadt Tübingen, wo er Leiter des Kinder- und Jugendtheaterprojektes ist, um nach Bahia zu fahren. Dort hatte er im Auftrag des Goethe-Institutes die Lebenserfahrungen der Straßenkinder zu Shakespeares klassischem Stück umgearbeitet. Viele von den Jugendlichen kamen so von der Straße weg. Doch das Projekt zog auch die Aufmerksamkeit des jungen Theatermilieus in Bahia auf sich. Die Gruppe wurde zu einem gemischten Ensemble aus allen sozialen Schichten und Farben. Eine besondere Gelegenheit, bei der sich ihre Begabungen frei entfalten können. Fabio Tobias, 18 Jahre alt, Manja Ortiz, 16 Jahre und Monika Paim, 20 Jahre. Alle kommen aus Bahia, doch aus ganz unterschiedlichen sozialen Milieus. Erst das Theater hat sie vereinigt. Was haben Sie für ein Verhältnis zu Ihrem neuen Bühnenleben? Ich wollte Tänzerin werden und dann bestand ich die Prüfung für das Ballett nicht. Es war total deprimierend. Dann hat mir ein Kumpel erzählt von diesem Projekt und so weiter. Er meinte, warum machst du nicht Theater? Du bist doch so spontan. Naja, dann habe ich mich angemeldet und da bin ich auf der Reise. Ich war immer von Shakespeare fasziniert. Ich fürchtete mich nur ein bisschen davor, eine Tragödie zu spielen. Denn mir gefallen Komödien. Ich will die Leute lachen sehen. Ich fühle mich nah an meiner Rolle. Hamlet ist mutig, versteht die Leute und sucht die Wahrheit. Ich will weiterspielen oder Filme machen. Egal, es muss etwas Kreatives sein. Ich will Theater machen, professionell. Dann will ich drei Kinder haben, zwei Jungen und ein Mädchen. Sein oder nicht sein, eine Frage, die schon seit dem 17. Jahrhundert unbeantwortet gültig ist. Wenig haben sich die Mechanismen von Machtgier und Gewalt geändert, egal wann und wo. Ob das Theater die Lösung dieser Frage darstellt, zumindest für die Gruppe aus Bahia, ist heute die Bühne eine Antwort.